So, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla mit Viradis. Das letzte Mal habe ich euch versprochen, dass wir direkt wieder zurück in den Animus gehen und das werden wir jetzt auch gleich tun. So. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Oh, wir verpassen die Reise. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich nichts verbergen. Es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Also wir müssen drei Leute finden. Habe ich das richtig gehört? Und bis jetzt haben wir erst Ivor. Verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Los geht's. Herzlich willkommen in Englerland. Ah, endlich mal nicht so viel Schnee. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Ja, glaube ich auch. Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal, was geht da vor sich?
Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Rituelles Ertränken, das ist gut. Wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch. Oh ja, das machst du sehr gut, Dark. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Die formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Dark. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Mhm, gut. Na los, haltet die Boote an. Seht da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, ich will alleine. Hier. Dankeschön. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Ich kann sie nicht verlassen. Die anderen zählen auf uns. Ich sehe eins, zwei, drei. Da ist auch noch einer. Ich muss mich in Acht nehmen. Gibt es etwa Ärger? Ja, ja. Komm nur her, ich zeig dir den Ärger. Komm noch ein bisschen rein. Da ist ja noch mal einer. Ah, das sind noch mal zwei. Alles klar. Die Kette ist riesig. Flussblockade. Nachdem wir einige Versuche durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass diese Seekette selbst den robustesten dänischen Langschiffen standhalten werden, solange der Mechanismus intakt ist. In den kommenden Monaten werden einige weitere dieser Ketten über die Flüsse gespannt, die landeinwärts führen. Das ist unser bester Schutz gegen die Überfälle. Da ist es von äußerster Wichtigkeit, dass sie gut gewartet werden und jederzeit einsatzbereit sind. Jegliche Beschädigung und Störungen Vorrichtung muss unverzüglich gemeldet werden. Alles klar. Nein, schließen wollte ich. Pfeile auffüllen. Hey, den kann ich auch noch plündern. Erledigt. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Eivor, zurück zum Schiff. Ah, ich bin ja unterwegs. Stress mich nicht. Hier ist noch eine Truhe. Wenn es keine weiteren Überraschungen gibt.
Lass mich jetzt mal ein bisschen plündern hier. Habe ich echt schon alles eingesackt hier? Noch nicht ganz. Titan. Da war noch Titan. So, weiter geht's. Gute Arbeit, Eva. Sigurd, ja. Lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nein. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, Sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Na, Sie wissen doch nicht mal von uns. Vorausschicken sollen, Sigurd, damit Sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann. Dieses Panorama- und Fokussieren-Feature ist ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet natürlich. Einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Ja, sehen wir uns das an. Lass uns direkt dahin fahren. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dark und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark, Eivor, zu mir. Bin doch da. Oh. Sorry. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Gebt ihn. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Tötet die heidnischen Hunde! Du hast bekommen, was du wolltest, da. Ah! Ich fühle mich wie zu Hause! Ihr Abschau! Ein Messer durch die Mutter. Du denkst doch nicht, dass du einfach abhauen kannst.
Ich weide dich aus! Mach Druck! Aha. Einfach Profi, ja? Hast du nicht... Ihr hattet Gelegenheit, uns zu wehren und habt sie verstreichen lassen. Du kannst dich abhauen. Das sieht nicht gut aus. Seht euch um, ihr alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Tun wir? Alles klar, tun wir. Mehr Bären. Der Proviant ist schon voll, alles klar. Halt! Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Nö. Sigurd! Dag! Hierher! Die Männer hielten Gefangene. Wer seid ihr denn? Ihr da! Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Na, bindet sie doch erstmal los. Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Mehr. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon stimmt länger was weg. Nicht. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Sehr gut, sehr gut. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Ja, dann tun wir das so. Jan Lee, Ruadan. Ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Das war aber einfach. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Ja, und das alles in weniger als 10 Sekunden. Die anderen sind da. Kommt! Na, mal gucken. Sobald wir geladen haben. Na los doch.
Sei nicht so zögerlich. Du schaffst das schon. Sind wir abgestürzt? Ich weiß es noch nicht. Ich höre Geräusche. Passiert nur nichts mehr. Ah. Ah. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann nicht speichern. Was ist denn die Schnellspeichern? Nein, anpassen, schnell speichern, Langschiffe brauche ich nicht, Rabe, Kamera, Kampf, Menü, Fähigkeiten, Charakter. Ah, L5. Nicht verfügbar. Oh, komm schon. Nein. Also Leute, ich sag mal tschüss, vergesst nicht zu liken und zu subscriben. Wir sehen uns hoffentlich in einer nächsten Folge wieder, wenn ich es wieder zum Laufen kriege. Und jetzt mal bye bye.